Herthas zweite Mannschaft ist Tabellenachter von 16 Vereinen in der Regionalliga Nordost, also genau mittig in der Tabelle platziert, ungefährdet und mit dem Vorteil, immer drei Spieler über 23 Jahre alt einsetzen zu können. So haben stets viele Profis wie zum Beispiel Sandro Wagner Spielpraxis bekommen. Der Nachteil, Trainer Carsten Heine und sein Assistent Jochen Ziegert können fast nie in derselben Besetzung auflaufen, behaupten sich aber seit Jahren in der Regionalliga. Heute sind Torwart Philipp Sprint und die Profi-erfahrenen Marvin Knoll, Radja Balifardi und Hanü Muktar dabei. Zudem Zecke Andreas Neundorf auf der Bank hier. Er ist ein Idol, ein Ur-Berliner und junge Spieler brauchen ja erfahrene. Nach 17 Minuten stand es leider schon 0:2. Herthas Reserve verging das Lachen, wurde sofort wieder an die 0:4 Klatsche bei Lok Leipzig im letzten Auswärtsspiel erinnert. In Zwickau gab es im Hinspiel ja auch eine Niederlage. Die Zwickauer belegen immerhin Tabellenplatz 3. Per Elfmeter verkürzte Omid Sabadest in Minute 22 auf 1:2 und das vor 382 Zuschauern. Und darunter viele Beobachter, unter anderem der Trainerstab der Profis, also Jos Luokai und dazu Michael Preetz und Werner Gegenbauer. Der Spielstand lässt doch auf Besserung im zweiten Durchgang für die Herthaner hoffen. Im Stadion sind Spielerbeobachter, die Augen und Ohren offen halten. Heutzutage hat ja jeder junge Spieler, der den Ball trifft, seinen eigenen Manager und Beobachter. Gelegenheit, jetzt generell mal etwas zur Regionalliga Nordost zu sagen. Mit 63 Punkten führt RB Leipzig als klarer Aufsteiger in Liga 3, gesponsert von Red Bull. RB aber heißt Rasenballsport. Der Abstand zum Tabellenzweiten Carl Zeiss Jena beträgt sage und schreibe 18 Punkte. Bester Berliner Vertreter ist BRK 07 im Poststadion mit 38 Punkten auf Rang 4. Stark abstiegsgefährdet ist wer? Unions zweite Mannschaft, Tabellen 13. von 16. Verlor aktuell 1:2 beim VfB Auerbach und am Donnerstag, dem 2. Mai, 19 Uhr, Achtung, spielen die Eisernen im Jahnstadion gegen Hertha BSC. Hier und heute ging es um die goldene Ananas. Dennoch, das passt Carsten Heine und den Herthanern gar nicht, das Endergebnis von 1:2. Die Sachsen, die haben aber verdient gewonnen, das muss man ihnen zugestehen. Es war ein flottes, temporeiches Spiel und hätte im Grunde mehr Zuschauer verdient gehabt als die 382. Auf den Abstiegsplätzen rangieren SV Greif Torgelow und die zweite Mannschaft vom FC Energie Cottbus. Union Zweite ist mit nur 21 Punkten eben, wie schon erwähnt, auf Platz 13 noch stark abstiegsgefährdet. Also doch mal zur Regionalligamannschaft gehen. Hier wird guter Fußball geboten und in der zweiten Halbzeit, da fielen hier im Amateurstadion leider keine weiteren Treffer mehr. Aber trotzdem, also mir hat es gefallen und vielen hier, die unter Beobachtung waren, die werden sich durchaus das nächste Mal auch wieder anstrengen.